Servus Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Krass Nicolet. Und je, Leute, wir sind ja in Birmingham alle und wir gehen hier auf einen kleinen Abenteuer alle. Ja, der liebe der Schmecken und ich, wir holen uns heute einen Kebab und ihr seid live dabei. Das schmeckt, was machen wir jetzt gerade, bevor wir zum Kebab gehen? Ja, Freunde, wir machen hier die wichtigen Vorkehrungen, Freunde. Und wir schauen uns jetzt hier mal feinsten Brokkoli an. Oh, schön. Ja, Mann, let's go. Gönnt ihr. Ja, Leute, wir sind hier eben, wie gesagt, hier in Birmingham und ja, unsere Reise beginnt jetzt hier. Wir schlafen hier meistens da drüben hier in diesen Buschen und ja, alle, ja, wir genehmigen uns jetzt hier das Brokkoli und ich zeige euch dann den Weg im nächsten Take. So, Leute, also wir haben uns jetzt hier auf den Weg gemacht hier und ja, ich zeige euch hier mal kurz so ein bisschen die Nachbarschaft. Das hier sind so diese typischen, ja, englischen Bauten, alle, wie man es kennt, so richtig schön, nicht gut isoliert, aber ja, das hier ist eigentlich eine relativ schöne Gegend hier. Das schmeckt, wie lange werden wir jetzt ungefähr unterwegs sein zum Kebab? Ja, Stand jetzt sind es noch so ungefähr 27 Minuten, weil seit 2 sind wir schon unterwegs. Ne? Macht ja in Summe, ja, 29 ist also ja ein vertretbarer Weg, ne, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Wir sind ja gestern schon entlang gegangen hier auf dem Weg zum Meckes und da haben wir dann den Kebab gefunden alle und dachten uns natürlich, alle, den müssen wir auch reviewen. Und ja, das Landschaftsbild wird sich nicht großartig ändern. Es wird hier natürlich dieser urbane Raum bleiben hier. Alle, aber was sich ändern wird, ist der Zustand der Straße, der Zustand, die Sauberkeit. Und ja, und das werde ich euch alles zeigen. Hier haben wir noch ein wunderschönes Haus. Also das sieht schon alles hier geisteskrank schön aus teilweise. Aber ja, wir haben auch heute hier Glück mit dem Wetter. Das ist so ein richtig sommerliches, frisches Wetter hier in England. Ne? Ja, das also, ist wirklich recht angenehm. Ja, wir hatten die Anfang der Woche hier auch wirklich Sonnenschein, 2 Tage lang. Gestern hat es so übelst geregnet, es war kalt. Aber heute ist es schön warm draußen. Also ich bin hier richtig gehypt hier auf diesen Spaziergang jetzt. Und gerade guck mal da hier so rechts, das ist so eine typische englische Schule, hier so eine Mädchenschule sogar. Das geht so, dass bei uns in Österreich auch gar nicht, ne? Ja. Also hier sieht man wirklich hier Dinge, Freunde, hier, wenn man hier durch die Streets hier ja geht, das ist wirklich hier ein Erlebnis für sich, ne? Auf jeden Fall, alle. Und ja, wenn wir was Besonderes sehen, werden wir euch hier natürlich alles zeigen, ne? So, Leute, wir sind ja jetzt circa 5 Minuten oder vielleicht auch schon 10 Minuten gegangen, alle. Und ja, wir sind ja neben einer ja, ziemlich stark befahrenen Straße alle. Und ja, man sieht es, also die Häuser sind hier ein bisschen weiter auseinander hier. Und man hat generell ein bisschen mehr Platz hier auch hier am Fußgängerweg alle. Aber ja, es hat auf jeden Fall so diesen schönen Charakter ein bisschen verloren. Man hat hier so ein paar Häuser, die hier so ein bisschen märchenhaft wirken. Generell gibt es hier einige Häuser, die ja direkt aus einer Fantasiewelt einfach kommen könnten, ne? Und ja, so sieht es hier aus. Ja, Leute, da bin ich hier wieder zurück, Ali. Und man kann sie erkennen hier am Gehweg, Ali. Ja, der Schmutz nimmt zu. Der Großstadtcharakter, er tritt hier eher ein. Wir haben hier neu gebaute Häuser, die nicht ganz so alt sind wie die anderen hier, aber sehr schön auf jeden Fall. Nur ja, es geht hier die Vermüllung ziemlich krass los hier. Ja, wir sind gestern hier auf der anderen Straßenseite gegangen. Dort hatten wir auch eine schöne Ratte gefunden. Ja, hier im Busch ist alles voller Dosen. Ich weiß nicht, ob man sie hier gut erkennen kann. Hier überall der Müll am Boden. Das ist schon ziemlich ekelhaft. Gerade fährt hier so ein Auto bei uns vorbei. Ich weiß nicht, was mit dem sein Auspuff los war, aber da ist einfach nur pechschwarzer Rauch rausgekommen. Dinge, die was man sich bei uns zu Hause eben nicht wirklich vorstellen kann, alle. Und ja, wir müssen jetzt hier die Straße queren. Und gut, ich hoffe, ich verreck dabei nicht. Let's go!
Jo, alles. Also, hier haben wir eine schöne tote Ratte. Das mager. Die schmeckt. Ja, Mann. Und ja, das hier ist etwas, das ja lieber das schmeckt hier gerade angesprochen hat, Ali. Man sieht hier überall am Boden hier so ein bisschen Glasscherben. Denn es hat hier Tradition, in die Autos einzubrechen. Muss man mal achten, wenn man hier ist. Hier so am Gehsteig, überall hast du einfach so Glassplitter von Autoscheiben. Ist auch nicht so ganz nice, wie ich finde. Eigentlich finde ich so die Häuser hier sehen gar nicht mal so schrecklich aus. Aber wenn du mal in die Einfahrt da reinguckst und da überall dieser Müll herumliegt, das ist schon ein ziemlich großes Problem, finde ich, hier im Birmingham Allee. Und auch diese Straße hier, man sieht, die geht hier ein bisschen steil bergab, ist ziemlich gerade. Alle, da sind gestern Rennen veranstaltet worden, die haben dann Drag Race gemacht, das war nicht mehr feierbar. Das schmeckt, was schätzt du, wie schnell das die gefahren sind? Oh ja, also mindestens 140 alt her, also das war schon krass. Alter, ja, das war schon wild. Ja, ich muss mir jetzt auch ein bisschen zurückhalten mit dem Filmen, denn umso weiter, dass wir nach unten kommen, umso gefährlicher wird es, dass wir abgestochen werden. Jo, alles. Also da hinten haben wir unseren Mackies, wo wir jetzt auch hingehen und uns für später Mitternachtssnack noch etwas holen, alle. Und ja, dort vorne alle ungefähr ist unser Kebabmeister, wo wir uns den Kebab dann holen, ne? Bist du schon gehypt, das schmeckt? Oh ja, Mann, ich bin echt gespannt, wie der Englische so ist. Ja, anscheinend soll er wirklich echt übel schmecken, ne? Ja, das habe ich auch gehört, aber gestern, als wir mal kurz reingeguckt haben, ey, das Fleisch, das sah jetzt nicht so absolut extrem scheiße aus, ne? Und ja, deswegen bin ich hier ziemlich gespannt, wie es dann schmecken wird, ne? Jo, alles, liebe Zuseher. Wir haben es hier geschafft, wir haben uns hier den Kebab geholt. Also ich habe mir so ein Dürüm-Art geholt. Und ja, das schmeckt hier ein Kebab. Das schmeckt, erzähl mal, wie was? Oh, Alter, das war ja wirklich eine Erfahrung für sich, Freunde. Das ist ein Kebabladen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also nicht wirklich ein echter Kebab, ist schon anders. Aber ja, der Vibe, die Atmosphäre drin. Ja, und ja, das ist einfach viel zu viel passiert, Freunde. Es war eine crazy Erfahrung, Freunde. War schon krass, Mann. War krass. Ja, der Bre, der uns diesen Kebab gemacht hat, er fragt ja, woher wir kommen so. Ja, was er interessiert natürlich, hat uns bestimmt schon gekannt, ne? Da sagt er, oh, krass, Nicolet, natürlich bist du das. Woher kommst du eigentlich, Ali? Wir haben ein bisschen hier gequatscht, hier, eh klar. Und, jo, Ali, ich bin schon geschmackt, wie es schmeckt. Und, ja. Ja, schauen wir mal, was wird, ne? Genau. Na was dann, wird. Ciao, ciao. Jo, Freunde, also, das war es jetzt hier mit meinem Vlog. Wir sind ja jetzt wieder in der Anfangsstraße, Alter. Ihr seht hier überall dieses lustige Moos hier am Gehsteig. Das ist hier in der Straße ganz krass. Das ist ja auch am Asphalt. In der Nacht sieht man es ziemlich, ziemlich krass. Ja, wir haben uns jetzt nochmal hier die Lustlumpe angezogen. Darf ich auch mal? Natürlich, Ali. Hier nochmal vorm Kebab, damit wir auch richtig geil Reviews machen können. Ja, und wie der Kebab jetzt letztendlich schmeckt, Ali, das seht ihr beim Lieben, das schmeckt. Oh ja, da freuen wir uns schon drauf. Ne? Freust du dich darauf? Oh ja, das ist richtig froh. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Hier haben wir noch eine schöne, schöne Elster. Also es gibt auch coole Vögel hier im UK. Ja, die gibt es einigen, ja. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Graf Nicolet. Yeah.